Was passiert denn hier? Was passiert hier? Ich bin gerade hier dazugekommen. Das ist der liebe Hansi. Der hat, glaube ich, gerade eine Currywurst gegessen. Dann guck mal hier. Ich wollte nur den Müll wegschmeißen. Ja, dann bring mal den. Oder, genau. Mach da. Da sieht man es ja. Das ist der liebe Hansi. Also alle nennen ihn Hansi, keine Ahnung warum. Ist aber der liebe André. Das ist eine lange Geschichte. Und ich habe mir gerade ein cooles TikTok angeschaut von euch. Vergleich. Was war es? Rolls-Royce und Saugbagger? Exakt. Kann man sagen, Saugbagger, das ist euer Rolls-Royce bei euch im Unternehmen? Natürlich. Ist er, ne? Ja, klar. Geil. Dann lass doch mal kurz erklären, was ist ein Saugbagger, ne? Ich meine, Saugbagger, klar, warum baggert man nicht? Saugbagger, der saugt irgendwas, ne? Und ich denke mal da hinten, oder ich würde einfach sagen, dass der Hansi das mal kurz erklärt in einfachen Worten. Wir nutzen die Dinger auch teilweise. Ich meine, viele Leute kennen den Saugbagger, aber erklär mal bitte, was das Ding so besonders macht. Ja, wir haben hier einen Saugbagger, Ventilator, Saugtechnik betrieben, das Ganze. Und ich sag mal, der Einsatz von diesen Maschinen war mal fast 80% im innerstädtischen Bereich zum Freilegen von Versorgungsleitungen, wie wir hier auch so eine kleine Demonstrationsgruppe haben. Wollen wir mal schauen? Ich sag mal so der Haupteinsatz von einem Saugbagger. Ja. Das heißt, ich kann hier schadfrei oder relativ schadfrei Versorgungsleitung freilegen. Anders wie mit manueller Technik, sprich mit einem konventionellen Bagger, wo ich dann auch Schäden herbeiführen kann, ist das hier fast unmöglich. Oder ich sag mal, nicht nur mit einem Kleingerät. Bei uns haben die gerade im Ort, da sind wir, ich sag mal, sehr weit hinten dran, da verlegen die gerade Glasfaser. Ja. Und da haben die ein Kabel nach dem anderen durchgewichst. Ne? Da war quasi teilweise, bei uns waren die Lampen aus, haben die dann wieder alles geflickt, alles okay, aber nicht nur mit einem Mini-Bagger, sondern wie wurde es denn früher gemacht? Da hast du quasi einen Spaten genommen, ja, und hast es quasi mit der Hand ausgeschachtelt. Also Manpower, ne? Die quasi in diesen Bereichen tätig waren. Ja. Und das hat auch dementsprechend gedauert natürlich dann. Ja, klar. Ne? Mit manueller Arbeitskraft ist das natürlich eine Sache, wenn man die etwas länger dauert, als eben mit unserem Gerät hier. Ja. Das heißt, du gehst mit dem Saugbagger her und ich sag mal, teilweise wird es, denke ich mal, gelöst, ne? Wenn du quasi verdichteten Boden hast, dass du es ein bisschen auflockerst. Genau, da haben wir hier mal was aufgebaut. Schau da, Remy, hinter dir, sorry. Ja, zusätzliche Anbaugeräte, pneumatische Anbaugeräte, womit ihr... Also Luftdruckbetrieben, ne? Druckluftbetrieben, exakt. Was, sag ich mal, zur Lockerung des Materials, des Bodens beiträgt und dann dementsprechend den gelockerten Boden wir dann mit dem Schlauch oder mit dem Schlauchträger dann das Material dann wechseln. Das heißt, die nimmst du aber dann auch noch ganz normal in die Hand, ne? Ja, exakt. Dockt dann einer dran, darf ich mal? Ja. Ja, okay. Das heißt, es ist ein druckluftbetriebener Spaten. Luftspaten, genau. Für ganz Faule, ja. Ist unterstützt. Ja. Es soll ja unterstützen. Ja, wir müssen ja die Mitarbeiter ein bisschen schonen, ne? Exakt, exakt. Wir sind uns ja heute viel wert. Was hast du hier drunter? Da haben wir die Bodensprenglanze, damit ich das Erdreich großflächig auflockern kann mit Luft. Ja, indem ich hier in welche Tiefe geht das? Ja, im Endeffekt bis zum Anschlag, muss ich jetzt mal sagen. Ja, das heißt 1 Meter, 1,50 Meter oder? Ah nee, ach Gott. Ja, okay. Ah, und dann bläst du unten quasi nur noch Luft raus? Genau, das ist wie ein normaler Abbruchhammer, den ich ins Erdreich treibe. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, über diesen Druckknopf, ja, diesen Druckluftstoß ins Erdreich zu geben. Und dann entsteht diese Explosion, wenn denn möglich. Und dann habe ich dann diese Lockerung großflächig. Das heißt, die Luft, die wird komprimiert und dann ballerst du die mit einem Schlag raus? Ja, exakt. Mit wie viel Bar? Na, wir haben hier auf der Maschine 8 Bar maximal, zwischen 7,5 und 8 Bar. Das ist völlig ausreichend. Das heißt, die Druckluft kommt auch von eurem Saugbagger? Du brauchst keinen zusätzlichen Kompressor? Na doch, wir haben einen zusätzlichen Onboard-Kompressor verbaut. Das heißt, extra für diese Anbaugeräte, pneumatischen, ja, und für die Filterreinigung. Ja, schon, aber das Ding ist alles hier in diesem Wagen drin. Exakt. Du brauchst jetzt nicht irgendwie einen Anhänger, wie man jetzt den typischen Kompressor kennt. Okay. Stimmt. Gut, das ist ein normaler Presslufthammer, ne? Genau. Sag mal, das, der 21, hier der 11 Kilo, also je nach Einsatzbereich, gell, wo ich etwas mehr brauche, etwas mehr Power brauche, dann habe ich natürlich diesen hier. Und dann unsere Blaslanze. Der wiegt 11 Kilo? 21. Das ist der 11 Kilo.
Ja, okay. Na gut, mit dem hast du früher quasi mit einer Hand hast du den Putz von der Wand gestemmt, ne? Sicher. Ach klar. Natürlich nicht. Ja, da haben wir 30 Kilo genommen, ja. Okay, geil. Und das Ding ist? Nichts anderes, bloß halt 11 ja. Kilo. Ja. Und kann verschiedene, sag mal, ja, für die Aufnahme kann ich verschiedene Meißelarten. Halt. Ah, okay. Flachmeißel, Spitzmeißel, kannst du alles reinballern. Alles, um den Boden zu lockern, vorzubereiten für das Wechseln. Ja. Und dann saugst du quasi das gelockerte Erdreich hier weg. Wir legen die Leitungen frei. Ne? Das heißt dann aber unten quasi, ist dann auch noch ein Mann? Oder wie wird denn das Ding angetrieben? Hast du da eine Fernbedienung? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil irgendwie musst du ja trotzdem schauen, dass du halt nicht ruckartig zu tief auf die Leitungen kommst. Ja, das sollte natürlich der Bediener, der mit dieser Maschine vertraut ist, natürlich immer sehen. Das heißt, sein Auge ist auch da unten in der Grube. Ja. Ja. Und wie wir es hier zum Beispiel gesehen haben, oder wie wir es hier sehen, ist das eine Arbeit von einem Mann. Ja. Bedienbar ist das Ganze über eine Funkfernbedienung. Also der komplette Saugbagger, sprich auch der Arm, der Gelenkschlauchträger. Ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, hier dieses Rotationsmodul hier verbaut, auch nochmal mit einer Löse oder sagen wir mal, mit einer Vorlösefunktion, ja, um das Material vorzulösen und dann wegzusaugen. Das heißt, der dreht sich dann nochmal, wie so ein Bohrer in einer relativ kleinen Geschwindigkeit, ne? Ja. Dass der zusätzlich nochmal das vorgelockerte Material nochmal vor dem Saugvorgang nochmal ein bisschen auflockert. Genau, das wäre im Endeffekt, sagen wir, auch eine Lockerungsform. Gell? Ja. Wo du das vielleicht gar nicht brauchst. Wo du das gar nicht brauchst. Ja, okay. Gut, hier muss man natürlich sagen, alles, was unter 40 cm im Erdreich oder von der Oberkante, sollte man natürlich dann hier dann, oder was danach kommt, nicht mehr einsetzen. Ja. Aufgrund von Schäden, die dadurch entstehen können. Wie viel Erde kannst du, ich meine jetzt einfach erklärt, ihr saugt damit dann quasi den gelockerten Boden ab, der geht dann quasi in euer, ich sag mal, Lagerbehälter rein. Wie viel Fassungsvermögen hast du da? Wir haben unser Meer Abscheidekammer oder Abscheidekammersystem die Möglichkeit bis zu 8 Kubik. Bis zu 8 Kubik, okay. Material aufzunehmen. Je nachdem, okay, bis zu 8 Kubik. Und bis zu welcher Körnung geht da? Ich meine, klar, wenn du dir den Schlauch anguckst, da kannst du schon, ich sag mal, bis zu 10 cm Brocken durchziehen, oder? Also alles, was bis 250 mm, sag ich mal, in diesen, sag mal, den Schlauch generell reinpasst, kann aufgesaugt werden. Ja. Das heißt, Grundprinzip, kurz von dem Saugbagger erklärt, du sparst dir die Manpower mit Handspaten. Ja. Also die Handausschachtung, ne? Handausschachtung, klar, wir schachten mit der Hand aus. Du sparst dir quasi, oder du verminderst, ich sag mal, eventuelle Schäden durch einen Minibagger. Und ich sag mal, ja, du hockst halt hier, die Leute sind nicht im Gefahrenbereich, der Mann steht an der Funkfernbedienung, saugt das Zeug weg, der haut seinen Behälter voll, ganz einfach gesprochen, fährt es dann irgendwo hin oder kippt es halt in einen anderen Container, in eine Mulde, wo irgendwie ein HKL steht oder halt irgendein anderer Kipper. Oder haust halt auf Haufwerk, der fährt wieder her und fertig. Oder bleibt im besten Fall sogar stehen. Kannst du, ich meine, ihr könnt ja rein theoretisch, Remi, wenn du hier mal hinfilmst, könnte doch eigentlich der LKW direkt hier neben dran stehen und da könntest du doch dein Sauggut direkt dort reinkippen, richtig? LKW, soll das mal sagen. Oder Mulde. Eine Mulde, das wäre das Mulde. Perfekte, genau. Eine genau. Abrollermulde beiseite gestellt und dann könnte man das direkt hier kippen. Ja. Wäre auch sinnvoll, weil dann muss man nicht erstmal irgendwie die Maschine wieder verfahren. Ja, ja. Dann hat man dann wirklich diese optimale Ausnutzung der Saug. Ja. Wie lange brauchst du, bis du 8 Kubikmeter voll hast? Je nach Bodengüte, ich sag mal so im Schnitt. Das kommt je nach Bodenbeschaffenheit. Ja. Ja, je nach Auftrag. Also, ich würde jetzt mal behaupten, ist voll eine Viertel bis halbe Stunde. Ich sag mal 20 Minuten bis 30 Minuten. Ja, brutal. Okay. Wahrscheinlich noch schneller. Was musst du dafür hinlegen? Kriegst du ein Haus für, ne? Ja, ich würde es mal so. Ja, lassen wir es mal so. Ein Haus wäre drin. Ja. Definitiv. Ja, wo? Ja, wo? Das ist berechtigt, die Frage. Ich weiß nicht, bei uns, Thüringer Gegend. Ja, aber jetzt mal, ich sag mal, ich meine, wir wissen ja ungefähr, was ein normaler LKW kostet mit dem Aufbau. Da wirst du die halbe Mio sprengen, ne? Die ist immer, definitiv. Da bist du drüber. Definitiv. Da bist du drüber, ja. Also, man sieht ja wieder, Handausschachtung wird teilweise immer noch gebraucht, aber wenn man in den Genuss kommt, so einen tollen Saugbagger zu haben, ne, dann kannst du natürlich, ich sag mal, wirklich mit einem technischen Spielzeug. Darf ich mal kurz die Fernbedienung haben?
Da kannst du hier nicht, kannst du logischerweise ein bisschen, ja, nicht rumspielen. Spielerei ist das nicht. Aber das ist natürlich, ja, wie fast überall heutzutage, aber viele kennen es ja nicht, ist das halt schon Hightech, ne? Ja. Da spricht wieder mal unsere Xbox-Playstation-Generation an, ne? Gut, dass du das ansprichst. Wir hatten vorhin einen kleinen jungen Mann hier, weiß nicht, wie alt er gewesen ist, vielleicht 8, 9 Jahre. Da hat tatsächlich die Fernbedienung in die Hand genommen. Ich habe sie ihm gegeben und er hat den Schlauch bedient wie ein Großer. Ich muss es mal wirklich so sagen. Hast du die Kontaktdaten von ihm? Hast du dir die geben lassen? Er war schnell weg. Er war schnell weg, okay. Nee, wir waren vorhin auch gerade drin in diesem Sandkasten und ich muss ganz ehrlich sagen, also Kinder oder so, ne, gerade die so ein bisschen damit aufwachsen. Gut, der kleine Bub, der da auf dem Bagger saß, der war vielleicht 3, 4 bei der Mama auf dem Schoß. Aber ich habe auch gesagt, du, von wegen Fachkräftemangel, ne, du musst es halt nur irgendwie darstellen, ne, musst es den Leuten zeigen. Ja, und wie gesagt, also der Punkt ist ja, viele Leute sehen es halt nicht. Ich meine, viele sehen vielleicht einen Saugbagger, aber ich denke mal, wenn wir das dann irgendwie verbreiten, können wir da, denke ich mal, eine gewisse Reichweite erzeugen, wo dann halt andere Leute kommen und sagen, du, ich würde gerne zum Hansi, / André, ne? Oder halt zu anderen Leuten und dann, dass man da einfach mal guckt, ja, genau. Ja, also ihm hat es sichtlich Spaß gemacht, also ich denke schon, dass das, ja, generell, sag mal, die Generation, die mit die GEMA-Generation, sage ich jetzt mal, dass die schon keine Probleme hat, sowas auch zu machen. Ne? Ja. Coole Nummer. Da wünschen wir uns mal alle viel Glück, ne? Und ich denke mal auch, Wir sind ja keine Schwarzmaler, wir sind ja Optimisten. Ne? Und ja, wenn einer Bock hat, darf er sich bei uns melden, bei euch melden. Ne? Gerne. Bei der Firma RSP. 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 Euer Hauptsitz ist in? Saalfeld. In Saalfeld. Thüringen. Thüringen, ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja, genau. Okay. Du bist aber kein Thüringer. Doch, natürlich. Ehrlich? Ja. Das ist aber schwer an deinem hast aber schwer an dem Dialekt gearbeitet, du. Ey. Echt? Ja, aber sicher. Okay. Raus, Schlusswort. Für unsere, ich sag mal, Leute, die uns noch nicht kennen, ne? Was ist hier, also wie siehst du die oder wie hast du die Veränderung, ich sag mal, erlebt? Du bist ja auch schon ein paar Jahre, denke ich, dabei, ne? Ja, dabei. Und ich sag mal, ich denke mal, ein technischer Fortschritt, der ist extrem zu erkennen. Und wie siehst du den Ausblick? Wie können wir die Leute oder was können wir denn sagen? Hier, kommt her, es ist geil, es ist nicht nur Saugbagger, nichts gegen euch, aber es ist so, ist der technische Fortschritt, der ist so abgefahren, da geht so viel vorwärts, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch bei uns bei den Baugeräten. Der bleibt auch nicht, den hält man auch nicht auf, den Fortschritt. Und wir müssen ja, ich denke mal auch, das ist, liegt im Interesse aller, wir müssen ja mehr in diese Richtung gehen, dass wir das erleichtern, die Arbeit. Ja? Weil die Jungs und Mädels ja heute nicht mehr anpacken wollen. Weiß nicht, kann vielleicht auch was schneiden, aber... Nee, das ist so. Nee, ist das so, ist leider so. Ist so, ja. Oder was heißt leider? Das ist einfach ganz normal aber der... Vielleicht kriegen wir da die junge Generation vielleicht wieder da wieder ein bisschen eingefangen. Ja, dass man auch wie hier, sag mal, den Leuten erklärt, alles zeigt und die den Spaß daran finden, dann vielleicht auch später, wenn sie dann erwachsen sind, wenn sie dann Alter sind, sag ich mal, Arbeit aufzunehmen oder nach der Lehre etc. Vielleicht, dass wir, also wir wünschen uns jetzt, die Generation, die jetzt nach uns kommt, dass wieder mal mehr anpacken. Ja. Ich sag, mehr anpacken. Ja. Wir möchten dazu jetzt keine Neunjährigen dazu motivieren, ich sag mal, die Schule abzubrechen. Aber ich sag mal, wenn es ein Neunjähriger auf die Kette kriegt, ne, der daran Spaß hat, ne, ja, der die Feinfühligkeit hat, ich sag mal, wenn, gut, jetzt reden wir nicht von Ego-Shooter, oder doch, reden wir vielleicht schon davon, wenn du quasi, ich sag mal, diese Feinfühligkeit auf dem Controller hast, ich sag mal, dann habt keine Angst, kommt in die Baubranche. Es ist, wie gesagt, hier Hightech hoch 10, ne? Wenn man sich die Finger schmutzig macht, ist es meistens irgendwie, wenn man sich die Schuhe an- und auszieht, ne, eventuell. Und im Endeffekt wie in jedem Spiel, es handelt sich um Abenteuer. Ne? Um Abenteuer. Ja, das hast du schön gesagt. Hansi, danke dir. Hat mich gefreut. Coole Nummer, ja. Alles klar. Bis dahin. Bis dahin, ciao.